So, einen traumhaften guten Tag und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Pokémon Feuerrot. So, in der letzten Folge habe ich euch groß und breit neben dem Kämpfen voll gequatscht und erklärt, dass ich momentan viele Projekte am Laufen habe und eigentlich andere Projekte schon starten will. Das nervt mich immer noch. Wow, deine Orden sind super cool. Mhm. Das sehe ich auch so. Ich bin richtig cool. So. Eine Herausfinderin von Picknicker Chloe. Ja. Ich habe wieder nicht gelesen. Ich bin so dumm. Gengar. Okay. Na gut, ich kann jetzt eh nichts machen. Das müsste Ponita aber eigentlich schon Feuerwehr bekommen. Da brenne ich weg. So, mal kurz räuspern. Ja, in der heutigen Folge werde ich euch eine Liste... Ich werde euch voll labern mit einer Liste von Spielen, die ich gerne let's playen würde, wo ich gerne ein Projekt machen würde. Darunter sind Spiele, die wir noch nie gespielt haben. Darunter sind aber auch Spiele, die wir schon gespielt haben. Also das wären zweite Staffeln, dritte Staffeln. Und ich fände es wirklich mega cool. Kann ich da drauf treten? Ich glaube, Bodycheck bringt nichts, ne? Ich glaube, das bringt nichts. Ich wechsle mal ganz kurz. Ich fände es mega cool, wenn ihr mir sagen könntet, ob ihr darauf Bock habt. Also welche ihr bevorzugen würdet, wo ihr sagt, ja, mach das. Das wäre cool, das würde ich gern sehen. Weil ich hätte auf alle Bock. Und dann würde ich mich vielleicht sogar eventuell nach den Wünschen von euch richten. Himmelhieb, ich bin so dumm, warum nehme ich eigentlich Nocturne? Na gut, nehmen wir mal Flammenschlag. Könnte nichts bringen. Das habe ich mir gedacht, dass das nicht... Haut der sich einen Nagel ins Gesicht, das tut doch weh. Ja gut, damit ist er platt. Und ich muss Nocturne rausnehmen, weil sonst wird er den Tode erleiden. Ach, und ich muss dieses Item noch verteilen, ne? Ja, das mache ich gleich. Ja, ich wechsle. Komm, Tauboga braucht auch mal wieder ein bisschen Level. Irgendwann möchte ich einen Tauboss haben. Ich glaube, das dauert gar nicht mehr so lang. Und dann haben wir ein wunderschönes Tauboss, den wir dann auf jeden Fall Fliegen beibringen können. Ja, komm hier, Flügelschlag. Aquaknarre, aua, das wird wehtun. Na, es geht. Tauboga ist hart im Nehmen. Ist aber nur 5 Level unter uns. Ne, das dürfen wir nicht vergessen. Was? Ich hasse dieses Mistvieh. Da, 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 da. So. Autsch. So. Ja, Games, die zur Auswahl stehen. Jetzt, da ich mal Pokémon gezockt habe... ihr wisst ja, ich spiele auch sehr, sehr gerne Magic. Und ich habe mich jahrelang davor gesträubt, mal ein ähnliches Card Game zu zocken, und zwar Yu-Gi-Oh! Ich weiß nicht warum, ich bin ja Animes nicht abgeneigt und ich fand die erste Staffel von Yu-Gi-Oh! Als Kind eigentlich gar nicht so verkehrt. War zwar ein bisschen strange. Hey, Tomo entwickelt sich! Yay! Ah, du wirst so ein wunderschöner Raubvogel. Dam, 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 da, da, dam, da, dam. Oh, wir haben einen Tauboss. Geil. Glückwunsch, dein Tauboga wurde zu Tauboss. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich würde sagen, wir reisen mal kurz zurück, einfach mal um uns zu healen und dann das... Wobei, das Item, das kann ich eigentlich gleich mal machen. Wer trägt das eigentlich momentan? Wahrscheinlich noch Ponita. Kann das sein? Items nehmen. Glücksei, genau. Das Glücksei, das müsste ich jetzt jemand anders geben, weil Ponita ist auf 38, 37, 38, 36, 36, 36. Ich würde fast Nocturne jetzt mal wieder ein bisschen trainieren. Geben. Hallo? Hallo? Glücksei. Wo ist das Glücksei? Da ist das Glücksei. So, einfach damit er mehr Level bekommt.
So, und dann reisen wir kurz zurück. Das wird jetzt ein kleiner Marathon, aber das ist ja egal. Ja, genau. Und ich habe mich immer davor gesträubt. Und dann habe ich im Sale bei Steam das Yu-Gi-Oh! Game Legacy of the Duelist gesehen. Habe das mir mal gekauft, weil es einfach im Sale war. Und was soll ich sagen? Ich habe da unheimlich viel Zeit reingesteckt. Also ich war echt süchtig danach. Ich hätte nie gedacht, dass das Card-Game zu Yu-Gi-Oh! So komplex ist und so viel Spaß machen kann. Und das würde ich gerne vielleicht sogar als Let's Play machen. Das ist jetzt so ein Projekt, da bin ich mir noch nicht 100% sicher. Das würde ich auch, wenn dann erst machen, wenn Pokémon eben vorbei ist. Einfach, weil es halt auch wieder ein Anime ist und halt in die Reihe passen würde. Ich will nicht Pokémon und Yu-Gi-Oh! Machen. Also wenn, dann eins von beiden. Und das würde ich einfach als Projekt machen, wenn Pokémon vorbei ist, würde ich Yu-Gi-Oh! Machen. Mr. Smooth hat das Game auch. Ich habe ihn mal überredet, dass er sich's auch holt. Wir haben auch ein, zwei Runden gezockt. Vielleicht könnte man dann da auch, also im Let's Play würde ich die Story spielen. Das beinhaltet, glaube ich, alle Staffeln, die es gibt. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin, wie gesagt, um Gottes Willen. Ich würde mir dann da ein eigenes Deck zusammenbauen und mit euch halt alle Kampagnen durchspielen. Von der ersten Staffel bis zur fünften. Ich weiß nicht, ob die fünfte die letzte ist. Keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Da hätte ich aber schon Bock drauf, weil ich halt mein eigenes Deck bauen würde und dann würde ich nur mit meinem Deck spielen. Würde dann auch Spezialfolgen machen, wo ich einfach nur an meinem Deck bastel. Wie man das dann genau aufziehen würde, weiß ich noch nicht, aber das wäre eine Option. Da hätte ich echt Lust drauf. Und da mir einfach mal Bescheid sagen, ob ihr da Bock drauf hättet, ob ich das machen soll. Es gilt wie immer, wenn ich da wirklich Lust drauf habe, mache ich es auch so, weil mein Kanal ist ja so aufgebaut, ich mache das einfach nur als Hobby, weil es mir einfach Spaß macht, unheimlich Spaß macht, das Aufnehmen. Und ja, wenn ich da wirklich Bock drauf habe. Aber es interessiert mich trotzdem, worauf ihr so Bock habt. Ne? Und wenn ihr sagt, ja, das wäre cool, oder vielleicht auch, nee, lass das mal, das ist eigentlich ätzend, dann, ja, je nachdem werde ich dann mich entscheiden. Holla, Baby, wer bist du denn? Eine Herausforderung von Schönheit Maike. Na gut, und sie schickt einen Omot in den Kampf. Da wird die Flammenfaust das recht schnell klären, würde ich sagen. So, einmal mit der Faust ins Gesicht und ich dachte echt, das wird ein One-Hit-Kill. Na, okay, dann nicht. Blutsauger, Kannst du mal aufhören, mich anzuzapfen? Was ist denn das denn? Es hat jetzt nicht wirklich viel gebracht. Ich glaube, es hat ihm ein KP oder HP gebracht. Dann kriegst du halt nochmal eine Feuerfaust ins Gesicht und dann ist gut, ne? Ja, sehr schön. Saugen Motten Blut? Also, ich weiß, dass Fledermäuse das tun. Ich weiß, dass Spinnen, glaube ich, das tun. Ja, Moskitos und sowas, das ist klar, aber Motten? Ich behalte Nocturne jetzt einfach mal drin. Der muss leveln. Ja, keine Ahnung. Motten saugen die Blut? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, sagt mal Bescheid. So, das wäre das eine Game, worauf ich echt Bock hätte. Und das zweite Game, worauf ich auch Bock hätte, das wäre eine neue Staffel Mist. Die zweite Staffel, wo ich gemacht habe, die endete ja ziemlich früh, weil das Spiel einfach verbuggt war. Und es sind inzwischen wieder ein paar Updates draußen und ich glaube, das dürfte jetzt behoben sein, hoffe ich zumindest. Das war schon alles. Ich habe dich platt gemacht. Okay, sie ist nicht nur hübsch, sie ist auch reich. Schön und reich. Kennt die Serie noch jemand? Das hat meine Oma früher mal geguckt. Natürlich werde ich mit dir spielen. Ist noch eine schöne. Das sind Zwillinge. Okay, der Traum von jedem pubertierenden Jungen. Eine Herausforderung von Schönheit. Ich habe es nicht gelesen. Heine? Ja, Heine. Autsch. Ein Magma. Ein Magma, das mag man. Aha. Ice Heap ist, denke ich mal, hier die beste Wahl. Kühlen wir den Kandidaten mal ein bisschen runter. Okay, das bringt wirklich nicht viel. Smog. Okay. Kann man machen.
Ja, natürlich. Ich okay, dann nehme ich Nocturne nochmal raus. Alpollo klärt das. Alpollo ist da. Ja, der macht das. Ne? Na, 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 na. Das könnte wehtun. Weißt du was? Schlaf doch einfach mal ein Ründchen. Und dann fresse ich deine Träume und dann ist gut. Dann, da. Ich hätte auch gern einen Gengar. Wie wird Alpollo zu Gengar? Das ist auch noch so ein Mysterium, das ich nicht weiß. Ich hoffe jetzt auch mal, dass es sich einfach so entwickelt. Ich hoffe es jetzt einfach mal so. Ich habe ja beim Randomizer eingestellt, dass Pokémon, die durch Tausch sich entwickeln, einfach so sich entwickeln. Ich hoffe, das funktioniert auch. Es ist wieder aufgewacht, aber das wird ihm nicht mehr viel... Bitte nicht vergiften. Boah, jetzt brauche ich schon zwei gegen Gift. Nee, brauche ich nicht. Finsterfaust und dann ist Magma erledigt. Sehr schön. Sehr gut. Ja, ich würde gern, wie gesagt, eine zweite Staffel Mist Survival machen. Da hätte ich auch extrem Lust. Wieso brenne ich? Echt jetzt? Och Mann. Unschön irgendwie. Ja, da möchte ich wechseln. Ich werde wieder Nocturne in den Kampf schicken und ihm erstmal ein Gegengift verpassen. Das geht schon. Noch hat er ja ein bisschen HP, KP. Und wir haben hier halt den Donnerschlag. Deswegen... So, ein Beutelchen. Wir müssten eigentlich noch Gegengift haben, so viel ich weiß. Ach, das sind die Bälle. Halt, da bin ich falsch. Das müsste hier drin sein, glaube ich. Gegengift. Okay, da ist es auch nicht drin. Hä? War das hier drin? Ah ja, hier. Zack. Und er ist nicht mehr vergiftet. Das ist sehr schön. Autsch. Ich gebe ihm gleich nochmal ein kleines Heilerchen, falls ich was habe. Das ist mal das nächste. Gegengift. Sonderbonbon. Habe ich nichts zum Heilen dabei? Kuhmilch. Ja, die will ich ihm jetzt nicht unbedingt geben. Pokepop. Nein! Dieses Joypad. Ein Hypertrank. Komm, hier. Gönn dir. Gönn dir hart. So, 52 Punkte aufgefüllt. Das ist sehr schön. Kommt der wieder mit den bunten Ringen. So, das wäre das zweite Game. Also Mist Survival wäre die zweite Wahl. Und... Es geht noch weiter, es geht noch weiter. Dann als drittes Projekt würde ich ganz gerne mal wieder Subnautica machen. Da habe ich ja auch schon mal eine Staffel gemacht. Die ging auch nicht allzu lang, weil, so viel ich mich noch erinnern kann, war dann der Umzug bei mir. Und danach waren ja einige Spielstände zerstört, futsch. Und dadurch, ja, konnte ich das Projekt nicht weiterführen, weil einfach das Savegame komplett zerstört war. Da hat irgendwas nicht hingehauen. Da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Vor allem die erste Staffel mal wirklich durchzocken, weil ich habe ja auch den zweiten Teil. Und da hätte ich auch mal wieder Lust. Ich würde aber auch gern erst den ersten spielen. Das wäre so die Option 3. Da hätte ich auch mal wieder Lust drauf. Ja, wäre auch eine schöne Sache, ne? Wäre auch irgendwo schon ganz cool. So, würde eigentlich das Pokémon wechseln? Nein, machen wir jetzt mal nicht. Tadam, da 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 da. So, bei dir müsste Feuer eigentlich auch ziemlich gut funktionieren. Ja, das hat ziemlich gut funktioniert. Dann haut er auch noch daneben. Ach, heute läuft's einfach. So, zack. Machen wir dich auch noch platt. Und schon ist die Biene down. Down. So, Nocturne erreicht Level 38. Okay, wir müssen das Glücksei, denke ich mal, weitergeben. Okay, Nocturne versucht eine Attacke zu lernen. Mega-Hieb. Ja, die sollten wir mitnehmen. Donnerschlag, Himmelhieb.
Feuerschlag und Eishieb. Ich muss ganz ehrlich sagen, den Eishieb finde ich gar nicht mal so geil. Den packen wir mal weg. Der hat mir bis jetzt nicht wirklich viel gebracht. Deswegen kommt der weg und wir nehmen lieber den Mega-Hieb. So, Schönheit. Oh, du bist... Ich habe es nicht gelesen, ich habe gedrückt. Tschüss. Nein, echt. Halleluja. Ich freue mich. Zwei Entwicklungen in einer Folge. Hat sich Tauboga in der letzten Folge entwickelt oder in dieser? Ich glaube in dieser. Müsste in dieser gewesen sein. Wir bekommen einen Gengar. Yeah. Sehr, sehr geil. Gengar, ein sehr cooles Pokémon. Freue ich mich tierischen Ast. So. Ja, cool. Wir haben einen Gengar. Jetzt würde ich aber doch ganz gerne das Glücksei nochmal umverteilen. Und Gengar brennt immer noch. Das ist irgendwie gerade nicht so geil. Deswegen kann ich das Level nicht sehen. Müsste aber 38 sein. Deswegen gebe ich das Glücksei, denke ich mal, jetzt weiter an Tauboss. Ja, machen wir erstmal Tauboss ein bisschen leveln. Wir nehmen dir mal das Glücksei weg. So, Items geben. Glücksei. Tauboss trägt bereits Münzen. Ja, sollen sie. So, okay. Dann würde ich fast sagen, könnte jetzt den Münzkorb weitergeben, damit wir mehr Kohle kriegen. Mache ich auch. Komm, bevor ich es vergesse. Dann gebe ich doch den Münzkorb einfach mal hier Giflor. Geben. Münzamulett. Entschuldigung, nicht Münzkorb, sondern Münzamulett. Ich bin ja auch dumm. So, gut. Dann haben wir das. Und ziehen von dannen. Ja, das vierte Spiel, das ich gerne Let's Playen würde, das ist eigentlich kein Spiel, sondern eigentlich ein Spielgenre. Meine Vögel-Pokémon begleiten mich immer. Wetten, du hast nicht ein einziges Vogel-Pokémon. Ich finde das cool mit den Federn, die da so runterfallen. Der sieht so aus, als wäre sein Vogel gerade abgehauen. So, hey, komm zurück! Ein Bisasam, ja, das ist ein absolut cooler Vogel. Wobei Bisasam ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Bisasam ist echt cool. Ich will Bisasam haben. Feuerschlag. Klatsch es an die Wand. Oh, wir hätten Tauboss vielleicht an erste Stelle setzen sollen. Naja, zu spät. Ich kann ja jetzt wechseln auf Tauboss. Enteron. Ich denke, Tauboss könnte da durchaus Probleme kriegen. Aber geht schon. Kriegen wir hin. Wie groß ist der Levelunterschied? 36. Der heißt Joe. Der heißt so wie einer meiner Lieblings-Anime-Charakter. Kennt noch einer eine fröhliche Familie? Das Anime oder... Ja, Trickfilm, Cartoon. Ja, ich würde... Es ist ein Anime. Da gab es die Josephine. Die Joe. Die, auf der das Ganze basiert, glaube ich, weil die ja Schriftstellerin wird. Das war ein Lieblingscharakter von mir. Die fand ich so cool als Kind. Ich will doch gar nicht wechseln. Ich will doch eigentlich, dass es bleibt. Ja, das vierte Spiel wäre ein Genre. Und zwar würde ich gern wieder ein Wimmelbildspiel machen. Wir haben jetzt The Tiny Bang Story gemacht und da waren einige durchaus amüsiert von diesem Let's Play, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, das ist gar nicht so schlecht angekommen. Und ich mag halt Wimmelbildspiele unheimlich gern. Das habe ich schon lange nicht mehr auf dem Kanal gehabt. Und jetzt durch Tiny Bang Story habe ich eigentlich mal wieder Bock. Ich hätte noch ein Wimmelbildspiel in der Rückhand auf Halte. Das ist aber ein Dreiteiler. Das ist eine ganze Reihe. Habe ich, glaube ich, bei Tiny Bang Story auch mal erwähnt. Das würde ich unter Umständen gerne Let's Playen. Würde dann auch mit dem ersten Teil anfangen und mit dem letzten Teil enden. Das heißt, es wären drei Let's Plays dann sogar. Und die kann ich mal so nebenbei machen, weil die kann ich komplett aufnehmen. Also nicht alle drei Teile, sondern einen Teil komplett aufnehmen und dann erst raushauen. Das heißt, das würde mal so nebenbei laufen. Wenn ihr da Bock drauf habt, sagt Bescheid.
das wäre mir ein Pläsier. Das wäre super cool, weil dann weiß ich Bescheid, ne? Also wisst ihr Bescheid. Was ist denn hier? Ist da was versteckt? Nein. Okay. Komisch. Ja, das wären die Sachen. Wo geht's hier hin? Kann ich das zerschneiden? Das kann ich zerschneiden. Zerschneiden wir. Giflor. Zack, weg. Ab ins Gras. Was lebt hier? Ein Georock. Ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite. Deswegen haue ich einfach mal ab. Ich sollte Taubos an erste Stelle setzen, wenn wir Taubos trainieren wollen. Das wäre gar nicht so schlecht. Dam, 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 dadadadam, dadam. Da. Okay, hier gibt es nur eine Jagdfläche sozusagen. Sonst nichts außergewöhnlich. Dann gucken wir uns einfach mal ein bisschen um. Oh, cool. Ein Kagama. Ist auch irgendwie ein witziges Pokémon. Finde ich eigentlich mega süß. Man kann es ja mal versuchen. Wenn wir es kriegen, kriegen wir es. Ist zwar wieder ein Normalo-Pokémon, aber ich probiere es einfach. Wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Okay, der hat auch Mega-Hieb. Das, okay, stört Taubos nicht viel. Schluckfehl, Flügelschlag. Sollte es jetzt... Ja, das passt. Komm, wir probieren es. Sind ja eigentlich dann auch zwei Pokémon in einem, ne? Ich benutze mal einen normalen Pokéball, vielleicht klappt's. Weil es hat ja immer ein Baby dabei. Okay, normaler Pokéball wird hier, glaube ich, nicht viel bringen. Okay, wenn es für Taubos allerdings zu gefährlich wird, dann ein Ball, mit dem sich Pokémon vom Meeresgrund besser fangen lassen. Okay. Netzball, ein Ball, wo man Klasse Wasser und Käfer besser fangen lassen. Okay. Wieder Ball. Okay, es gibt inzwischen für alles Bälle, habe ich das Gefühl. Ich mag Bälle. So, Superball. Wenn das jetzt nicht klappt, dann gebe ich auf. Okay, ich gebe auf. Keine Lust mehr. Mogelhieb. Komm, einmal probiere ich es noch. Ich habe zwar gerade gesagt, ich gebe auf, aber jetzt gebe ich auf. Wenn es jetzt nicht klappt, dann flüchten wir. Einmal. Zweimal. Verdammt. Ah! Hey, komm, ich habe gesagt, ich flüchte, also flüchte ich auch. Ich habe gerade überlegt, ob ich es nochmal probiere, aber nee, das frisst mir zu viele Ressourcen gerade. Und so wichtig wäre Kangama jetzt auch nicht. Ich hätte es auch platt machen können. Verdammt. Okay, Freunde. Dann vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Pokémon Feuerrot-Folge. Bis dahin. Ach, und dann werde ich über das letzte Spiel, das ich gerne Let's Playen würde, reden. Das ist auch ganz gut, dass ich das erst in der nächsten Folge mache, weil das ist doch ein bisschen größer, das Spiel. Und das, muss ich sagen, hätte ich am meisten Bock drauf. Das lasst euch überraschen. Das ist wirklich was ganz... Da verbinde ich auch sehr, sehr viel damit, mit diesem Spiel. Und ja, dann schreibt mir in die Kommentare. Das wäre super. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Salut!